Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Doailia, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in einem Geburtshoroskop, ändert sich nichts, gar nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wann du geboren bist, wo du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck, das ist ein Seelenplan. Die beiden Mondknoten möchte ich erwähnen. Das ist einmal die aufsteigende Mondknoten oder Rahu oder die absteigende Mondknoten oder Ketu. Die beiden zusammen bilden eine Drache. Aber die sind getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten und wir kennen nur die Körper. Und das ist diese absteigende Mondknoten oder Ketu. Da hast du karmische Erfahrungen gemacht. Das ist deine Vergangenheit. All das, was du in früheren Leben erlebt hast. Das ist die Tierkreiszeichen Löwe hier ganz oben in Spitze des Horoskopes. Und das zeigt mir eine machtvolle Position. Das ist richtig königlich, herrschaftlich. Und du hast diese Position gelebt in früheren Leben. Und deine Seele erinnert sich daran. Und deine Seele sucht aber den Kopf, diese Drache. Und das kennt die Seele nicht. Also sucht das. Und das findest du hier im Wassermann, im vierten Lebensbereich. Hier ist die Drachenkopf. Und das bedeutet mehr Leichtigkeit, das ist Luftelement, dann die Ideenreichtum, das zu verwirklichen und auch das Gefühl zu haben, du bist einzigartig, außergewöhnlich, lebt deine Persönlichkeit. Wichtig ist für dich auch erstmal die Basis, die Fundament, ein Halt zu bekommen in dein Leben. Oft handelt es sich auch um deine Wohnsituation. Du brauchst dieses Gefühl, hier bin ich angekommen. Hier fühle ich mich verankert, verwurzelt. Wenn du diese Kraft hast, diese Selbstsicherheit, von hier aus kann alles wachsen und dehnen. Das ist deine Basis, das ist dein Fundament und genau das, was deine Seele sucht. Vielleicht ein neues Zuhause, wo du das Gefühl hast, oh, endlich bin ich angekommen. Diese beiden Mondknoten bewegen sich auch und lösen karmische Themen aus dem Horoskop. Diese absteigende Mondknoten, was die alten karmischen Erinnerungen hervorruft, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch im Schütze. Das sind Themen wie Sport, Bewegung, Ausland und Neuorientierung. Und das hast du hier im zweiten Lebensbereich. Und hier handelt es sich um Selbstwertgefühl und auch Finanzen. Die Drachenkopf, diese aufsteigende Mondknoten, was die Seele gerade braucht, weil das befreit, braucht diese Lebenserfahrung, dieser Drachenkopf bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch in Zwillingen. Und das hast du hier im achten Lebensbereich, wo auch dein Mond ist in dein Geburtshoroskop. Mond steht auch in Verbindung zu Mütterlichkeit oder zu deiner Mama. Und hier kommt eine gewisse Wandlung. Und das ist die Loslassenprozesse, die Erneuerungsprozesse.
Gefühlen loslassen wie Verlustangst oder Schuldgefühl und achte auf deinen Gefühlen. Dann kommt auch noch die Zwillingsenergie dazu, mehr zum Leichtigkeit kommen. Leichtigkeit, etwas spielerisch betrachten, aber hier hast du diese Mutterthemen, was in der nächsten Zeit sich auflöst. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich und diese Bewegung löst etwas im Geburtshoroskop aus. Diese Bewegung nennt man Transit. Und genau das schauen wir auch an. Bei Sonnenbewegung, diese Art von Bewegung, muss ich dazu sagen, dass eigentlich diese Bewegung macht gar nicht die Sonne, sondern das macht unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sterne oder Wandelsterne. 1. Mai, ich starte 1. Mai. Sonne zeigt die Monatsthemen, das sind die wichtigen Themen und da fließt die Lebensenergie und bewegt sich in Widder. Und das kann bedeuten Begeisterung und Neuanfang, das ist die Widder-Energie. Und du erlebst das hier im 6. Lebensbereich, wo um Arbeit geht, aber auch Gesundheit. Hier im Widder bewegt sich auch Uranus ziemlich lang, also einigen Jahren noch nach indischen Berechnung. Und das sind die gleichen Themen, Neuanfang, Veränderungen in beruflichen Situationen und Gesundheit auch dazu. Uranus steht astromedizinisch zu unserem Nervensystem, also brauchst viel Ruhe. Uranus bewegt sich in nächster Zeit hier. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit Mars-Energie können wir uns wehren, können wir uns behaupten. Steht auch zur Bewegung, wie zum Beispiel Auto oder Sport. Mars ist männlich und kann auch einen Mann bedeuten, entweder der Partner oder Wunschpartner, aber auch anderen männlichen Personen wie ein Kollege oder ein netter Nachbarn oder ein Mann von der Familie. Mars bewegt sich im Stier. Dann kommt dazu die Stierenergie. Du kannst deine Kraft einsetzen, Dinge in Besitz zu nehmen, was für dich wertvoll ist, oder um die Finanzen kümmern. Das ist Stierenergie. Das Ganze spielt sich ab im 7. Lebensbereich und das ist der Bereich die Liebe, Partnerschaft. Und da kannst du damit rechnen, dass eine männliche Person auf dich zukommt. Jupiter vergrößert etwas, vermehrt etwas, bringt auch Glück in unserem Leben. Jupiter ist gerade rückläufig, das bremst ein bisschen ab. Wenn wir vorhaben, etwas vergrößern, dann diese Jupiter-Energie zeigt, langsam überprüf noch etwas, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber die Glück ist da, vielleicht ist das der Glück, dass man das im Augenblick nicht macht. Das kann auch ein gewisser Schutz sein. Jupiter steht auch zum Gerechtigkeit und bei Jupiter Einfluss kann auch um Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage handeln. Jupiter befindet sich im Skorpion. Und das bringt dir in deinem persönlichen Leben Glück, Chancen und Möglichkeiten. Du hast Skorpion Aszendent. Natürlich kann auch bedeuten, dass du gerade zunimmst und solltest auf die Gewicht achten, Schwangerschaft, sowas löst Jupiter auch aus. Aber mal grundsätzlich Glück und Optimismus. Neptun lässt unseren Träume leben, vorausgesetzt ist, dass wir glauben daran. Und bei Neptun-Energie leben wir unseren Träumen und lassen uns inspirieren, ist auch der Planet der Künstler.
Neptun befindet sich zurzeit im Wassermann und das heißt, du kannst in deiner Wohnsituation etwas traumhaft schön gestalten oder etwas gründen, wie Selbstständigkeit. Leb dein Traum. Saturn ist der Planet, der Schicksal und hütet den Karma, belehrt uns, manchmal schränkt uns auch ein. Saturn ist gerade rückläufig. Und diese Rückläufigkeit zeigt auch Vergangenheit und karmischen Themen, bremst etwas. Saturn ist gerade im Schütze und hat einen Einfluss auf die Finanzen, aber auch auf deinen Werten wie Selbstwertgefühl. Pluto ist auch hier auch rückläufig. Die gleichen Themen. Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen. Und das sind deine Werte. Also das ist gerade die wichtigsten Themen, zu deinen Werten stehen oder etwas in Besitz nehmen, was für dich wertvoll ist. Das muss nicht immer materielle Dinge sein, das kann auch Ideenreichtum sein oder Spiritualität. Was für dich wertvoll ist, lebe das und stehe zu deinen Werten und verlange Respekt. Und das, was hier sehr wichtig ist, Pluto zeigt auch deine innere Kraft, sei davon überzeugt. Und dann verbessert sich auch die Finanzen, weil Selbstwertgefühl hängt mit Finanzen Hand in Hand zusammen. Und verabschiede von solchen Gefühlen wie Verlustangst. Durch Verlustangst geht etwas verloren, kann auch Geld sein. Oder Schuldgefühl erzeugt Schulden, das kann auch Geld sein. Achte auf deinen Gefühlen. Venus ist der Planet der Liebe. Wenn Venus wirkt, dann kann was auslösen im Bereich Liebe-Partnerschaft. Durch Venus-Energie verschönern wir etwas. Oder haben wir Kontakt mit einer Frau. Venus zeigt auch Kunst, Kreativität, oft auch Selbstständigkeit. Venus bewegt sich in Fischen. Im fünften Lebensbereich. Hier handelt es sich um die Kinder. Das kann auch ein Mädchen sein. Oder deine Erinnerungen an deine Kindheit. Und dadurch auch auf deine Weiblichkeit. Wie hat das ausgewirkt? Welche Erinnerungen hast an die Jugend, in Pubertät? Dann Venus ist die Liebesplanet. Und hier sind auch die Lebensfreude in diesem Bereich. Genieße das auch. Zeigt auch deine Kreativität. Die fünfte Haus bedeutet auch etwas in Gestalt bringen, diese Kreativität leben, das lebendig machen. Hier ist die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Hier bewegt sich auch Merkur, das sind Handlungen, Gespräche. Lass das nicht einschlafen, sondern handel. Mond ist auch hier und aktiviert auch diesen Lebensbereich. Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Bei Mondenergie kann auch kleineren Veränderungen sein. Mond hat auch einen Einfluss auf unsere Gefühle, weil herrscht über das Unbewusste. Mond ist Empfängnis, kann auch Schwangerschaft bedeuten oder Mütterlichkeit oder die Bezug zu unserer Mutter. Vater, Sonne symbolisiert Vater und Mond symbolisiert Mutter, kann auch Mutterthemen auslösen. 2. Mai steht Mond mit Venus in Verbindung und das sind Gefühle auch bezüglich Liebe, Partnerschaft. Oder hier im fünften Lebensbereich kann auch ein Kind sein und das ist weiblich. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung. Das sind Gespräche, Handlungen, Übergefühle oder dieses Gespräch löst etwas aus in unseren Gefühlen. 4. Mai ist Neumond im Widder und das heißt Mond übergeht im Widder und Sonne, Mond trifft sich hier. Das ist Widder-Energie. Widder ist stürmisch, setzt alles sofort in Bewegung. Ein Neumond sagt aber aus, langsam, sei zurückhaltend, bewege dich jetzt nicht,
sei nachdenklich, meditiere über etwas. Das ist Rückzug. Neumond ist Rückzug. Dieser Neumond ist exakt um 23.46 Uhr, also fast Mitternacht. Das heißt, diese Mondenergie wirkt um 5. Mai immer noch. Und Themen sind Gesundheit oder Arbeit. 5. Mai übergeht Merkur im Widder und wirkt im Lebensbereich Alltag, Pflichten, Arbeit, Gesundheit. Das kann bedeuten Gespräche über die Arbeit, wichtige Gespräche im Arbeitsplatz oder Vorstellungsgespräch oder ein Arbeitsvertrag. Aber weil hier auch um Gesundheit geht, kann auch bedeuten ein Arzttermin. 6. Mai übergeht Mond im Stier. Aktiviert bei dir Themen wie Werte, Finanzen, das wäre Stierenergie, und Liebe, Partnerschaft. 7. Mai ist Mars in Zwillingen. Mars übergeht in Zwillingen. Und das kann bedeuten, dass du dich durchsetzen musst bei den Ämtern. Oder hast eine Verbindung zu einer männlichen Person. Das kann auch ein Termin sein im Finanzamt oder in Banken. Das sind Termine, was mit Finanzen was zu tun hat, oder Erbschaften. Hier in diesem Lebensbereich handelt es sich auch um Sexualität. Und wenn hier Mars bewegt, das kann natürlich auch ein wichtiges Thema sein, was diese Bewegung hier auslöst. 8. Mai übergeht Mond auch im Zwillingen und trifft mit Mars die gleichen Themen. Aber dann kommt noch Mondenergie dazu und das wirkt auch auf den Gefühlen. Oder sollst du intuitiv handeln? Im selben Tag trifft Merkur mit Uranus und sie wirken zusammen. Hier im 6. Lebensbereich, wo um deine Arbeit geht oder um deine Gesundheit geht. Uranus sorgt für Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, Gespräche, Termine, Verträge handelt hier. 10. Mai übergeht Mond im Krebs. Aktiviert anderen Themen, und das ist Reise oder Rückzug. Bei Krebs ist es auch möglich, eine innere Reise, Meditation, Spiritualität. 11. Mai ist Venus im Widder. Aktiviert Themenarbeit, und das kann sein, dass hier die Kreativität lebst oder dass das schön und harmonisch verläuft, gerade bei der Arbeit, oder dass du überlegst, dich selbstständig machen, oder hast du eine Verbindung mit einer Frau im Arbeit oder im Gesundheitsbereich, oder hast du Termin bei Frauenarzt. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Hier, Halbmond ist Spannung, Unsicherheit. In diesem Tag fehlt die Erde-Element, fehlt die Sicherheit, Stabilität und Struktur. Dieser Halbmond ist exakt um 2:12. 13. Mai ist Mond im Löwe, eine zunehmende Mondphase. Zunehmende Mondphase bedeutet etwas starten, beginnen, was vermehren soll, was zunehmen soll. Natürlich nicht in einem Tag, wo Halbmond ist, weil das wirft alles zurück. Und bei abnehmender Mondphase etwas starten, beginnen, was abnehmen soll oder loslassen. Hier sind Themen, deine Ziele, deine Wünsche, was als du Ziel setzt, also Zielerreichung oder Ansehen, Anerkennung, Öffentlichkeit und Berufung.
Und Löwe liebt natürlich die Glanz und dann ist das auch deinen inneren Bedürfnis in den Mittelpunkt zum Stehen. 15. Mai übergeht Mond im Jungfrau. Hier hast du in dein Geburtshoroskop Uranus, Pluto und die Erde, also unseren Planet Erde, bewegt er sich auch im Jungfrau. Bei Uranus handelt es sich um unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Begegnungen. Immerhin sind es auch Freundschaften hier. Und Pluto zeigt auch, konzentriere auf die richtigen Freundschaften, alles andere lass los. Und hier manifestiert sich etwas, Erde zeigt hier. Hier kannst du etwas befestigen, stabilisieren und dann die Jungfrau-Energie dazu. Das heißt, trennen Spreu von Weizen, das kritisch betrachten oder bereinigen, etwas in Ordnung zu bringen. Mond aktiviert diese Thematik. Dazu gehört auch deine Wünsche, deine Sehnsüchte, aber auch Freundschaften. 16. Mai übergeht Sonne im Stier und das heißt, es beginnt ein anderes Monatsthema. Das ist die Stierenergie, die Ruhe bewahren, die Tage genießen, etwas verschönern, gemütlich machen, schön essen gehen und auch Besitz und Finanzen. Um die Besitz kümmern, um die Finanzen kümmern, aber nichts festhalten. Dazu kommt noch Liebe, Partnerschaft, weil das spielt sich ab in den 7. Lebensbereich und das hat mit Partnerschaft was zu tun. 17. Mai übergeht Mond im Waage. Waage-Themen kommen dazu. Das bedeutet inneren Gleichgewicht oder etwas ausgleichen, vergleichen oder Gerechtigkeit. Waage steht auch zum Partnerschaft. Ist auch ein wichtiges Thema. Oder Kunst, Kreativität, etwas in Gestalt zu bringen, Schönheit, Ästhetik, ist groß geschrieben. Aber das ist im Rückzug, das ist alles in Schattenseite. Eigentlich hast du hier Jupiter im Geburtshoroskop und das bringt dir Glück, das vergrößert etwas. Aber du hast das Gefühl, das ist alles wie in die Schattenseite, wie das alles übersehen wurde. Und hier Mond aktiviert diese Thematik. Erstmal bleib zurückhaltend, verinnerliche das und überleg, wie kannst du das verwirklichen, in die Öffentlichkeit bringen. Hier handelt es sich wirklich auch um Kunst und Kreativität. 18. Mai ist Vollmond im Waage, exakt um 22 Uhr und 11 Minuten. Und diese Themen werden ganz und voll beleuchtet und das sollte man auch hinschauen. Im selben Tag steht Venus mit Uranus in Verbindung im beruflichen Umfeld. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen. Venus ist Kunst, Kreativität, auch Selbstständigkeit. 19. Mai ist Merkur im Stier. Merkur verlässt die Widder und übergeht im Stier und hier hast du Gespräche und betrifft Liebe, Partnerschaft. Eventuell Stierthemen kann auch Finanzen bedeuten. Beides. Mond übergeht in Skorpion und beginnt die abnehmende Mondphase. Das ist dein Aszendent und dein Aszendent steht auch für deinen Körper, also kannst auch zum Beispiel, wenn du abnehmen möchtest, jetzt beginnen zum Abnehmen. Und Mond beeinflusst deinen Gefühlen, abnehmende Mondphase, von vielen Gefühlen in dem Zeit loslassen, wie Angst oder Zweifel. Passiert vielleicht sogar etwas, was deinen Gefühlen beeinflusst. Das spürst du so direkt persönlich. 20. Mai steht Mond im Jupiter in Verbindung. Jupiter bringt Glück. Das kann auch ein Glücksfall sein, was dich so persönlich trifft. Oder dass du hast diese Ausstrahlung, dass du Anerkennung bekommst, bist wahrgenommen. Skorpion hat auch einen Einfluss auf die Ausstrahlung, das ist die erotische Ausstrahlung. Das wird auch wahrgenommen. Das ist Skorpion-Energie. Aber Skorpion
hat auch mit Gefühlen auch was zu tun. Das ist Wasserelement. Mond hat auch was mit Gefühlen was zu tun. Mond ist Empfängnis, Jupiter vergrößert etwas, das kann auch Schwangerschaft auslösen. Oder was noch möglich ist, wenn Jupiter das vergrößert und handelt sich um Gefühle, dass wir etwas übertreiben in diesem Tag. 21. Mai übergeht Mond im Schütze und aktiviert Themen wie Werte, Besitz und Finanzen. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung, die wirken zusammen und Saturn sagt, lernet es, die Finanzen in Ordnung bringen, kümmere um die Finanzen. 23. Mai steht Pluto und Mond in Verbindung und Pluto zeigt, achte auf die Wesentliche, was möchtest du finanziell erreichen, du brauchst eine Vorstellung davon, das ist die Konzentration und glaub daran. 24. Mai steht Merkur in Diamant im Stier und das erlebst du in Partnerschaft und da klärt sich was auf oder kommt etwas in Glanz und Merkur beschleunigt etwas und das erlebst in Liebe, Partnerschaft. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock und aktiviert hier Themen wie Schulungen, Informationen, Nachrichten, Medien, die Verbindung zu Verwandten. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann, also Mond übergeht im Wassermann. Das hat mit deiner Wohnsituation was zu tun. Halbmond ist Spannung. Kann sein, dass jeder hektisch ist und du brauchst die Ruhe und ziehst du dich zurück in deine vier Wänden. Oder Spannung zu Hause oder kleine Reparatur. Dieser Halbmond ist exakt um 17 Uhr und 34 Minuten. In diesem Tag fehlt die Feuerelement, die Kraft, die Mut, die Begeisterung. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung. Das hat mit unseren Visionen, mit unseren Träumen was zu tun. Und das trifft deine Wohnsituation, deine Ideen verwirklichen. Kann auch bedeuten, dass du einen Traum hast und dieser Traumbild erzählt dir etwas. 29. Mai übergeht Mond in Fischen und aktiviert Themen Lebensfreude, Kinder, deine eigenen Kindheit, Erinnerungen. Und 31. Mai übergeht Mond im Widder, wird Thema Beruf, Gesundheit aktiviert. Die berufliche Umfeld. Liebe Doailia, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.